Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute zusammen den SwitchBot Hub 2 anschauen. Der bringt neue Funktionen in das sehr umfassende Smart Home System von SwitchBot, unter anderem auch die Kompatibilität mit Meta. Und SwitchBot hat ihn mir für dieses Video zur Verfügung gestellt, deshalb vielen Dank dafür. Wir schauen ihn uns jetzt im Detail zusammen an. Was sind seine Funktionen? All das finden wir zusammen raus. Viel Spaß! Ja, dann schauen wir uns den neuen SwitchBot Hub 2 auch mal im Detail zusammen an. Ich habe hier einfach mal den ersten Hub dazugelegt, dann seht ihr schon mal direkt, wie das aussah. Das war einfach ein kleines viereckiges Kästchen ohne irgendwelche Anzeigen oder sonstiges. Hatte auch so einen Infrarotsender mit integriert. Und der SwitchBot Hub 2 sieht jetzt so aus. Das hier vorne ist halt eine Anzeige. Ich blende euch hier gleich mal über, wie das aussieht, wenn der eingeschaltet ist. Er hat hier hinten einen kleinen Standfuß. Dann kann man ihn so hier hinstellen und dann hat man natürlich im Lieferumfang noch ein bisschen was dabei, so Klebematerial. Ein Netzteil ist ebenfalls mit dabei und hier ein Kabel und das hat eine Besonderheit, denn in das Stromkabel, was übrigens jetzt hier einen USB-C-Anschluss hat, ist hier dieser kleine Sensor integriert. Das ist ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Wenn man also hier alles mit dem Strom verbunden hat, dann zeigt der SwitchBot Hub 2 hier vorne auf diesem kleinen Display eben auch die Innenraum-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit an. Ja, und diese Daten, die holt er sich halt hier eben von diesem kleinen Sensor, den man hier unten auch festkleben kann, wenn man nicht möchte, dass der ständig verrutscht. Ob das jetzt die gute Lösung ist, dass das da drin ist, muss ich gestehen, weiß ich nicht, ob das die beste Lösung ist. Wenn das Kabel mal irgendwann kaputt gehen sollte, dann ist natürlich auch der Sensor kaputt und ob man jetzt das Kabel einzeln nachkaufen kann, mag ich einfach mal bezweifeln. Aber ja, das ist so der Aufbau. Gut, da gibt es jetzt nicht so viel zu sehen. Ich habe eine ganze Menge verschiedenes Zubehör mit hingestellt, denn wie ich gerade schon sagte, der unterstützt zwar aktuell, jetzt wo ich das Video aufnehme, noch in der Beta-Version, auch schon Meta und durch Meta kriegt ihr das Ganze dann ganz easy in HomeKit mit rein. Man hat hier vorne auch zwei kleine Knöpfe, damit kann man entweder per Default out of the box das Display hier in der Beleuchtung ein- und ausschalten, wenn man nicht möchte, dass es die ganze Zeit leuchtet. Oder man kann diese Tasten umbelegen mit Szenen für das Smart Home System oder Automation, dass ihr dann zum Beispiel halt auch eben sagen könnt, wie zum Beispiel den Fernseher. Ich könnte hier drauf tippen und damit den Fernseher ausmachen, wenn ich das möchte. Oder ganz viele andere verschiedene Sachen machen. SwitchBot Curtain, habe ich auch schon mal ein einzelnes Video zu gemacht. Da oben in der Infokarte findet ihr dieses Video. Das ist so ein kleiner Motor, der schiebt eure Vorhänge automatisch auf und zu. Nutze ich auch hier bei mir. Ist da täglich im Einsatz. Kann auch mit in HomeKit via Meta integriert werden. Und aktuell noch in der Beta. Ich habe hier eine Beta-Software draufgekriegt, das SwitchBot Lock. Auch das unterstützt dadurch HomeKit. Was ihr damit alles machen könnt und wie das aussieht, das zeige ich euch im nächsten Schritt in der App. Weiter geht's. Ja, jetzt zeige ich euch das Ganze auch mal, wie das in der App aussieht. Wie gesagt, ich nutze eine ganze Menge von SwitchBot, habe hier wirklich einige Sachen, die täglich im Einsatz sind. Hier zum Beispiel könnt ihr hier unten sehen, das was da Summer heißt, ist einfach so dieser ganz normale SwitchBot-Bot, der war das erste Produkt, so ein kleiner Knopfdrücker. Damit kann ich einfach hier bei mir an der Tür den Summer betätigen, kann mich von unten also sozusagen selber ins Treppenhaus lassen oder auch wenn Gäste klingeln, kann ich damit die Tür unten öffnen. So, das ist die Übersicht. Die SwitchBot-App hat generell ein Update bekommen, schon ein paar Tage her, dass das Ganze jetzt noch deutlich moderner und schicker aussieht. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen, dass ich hier oben mein Zuhause habe. Ihr seht die Temperatur, Luftfeuchtigkeit im Inneren. Licht kann ich auch damit steuern. Die haben zum Beispiel auch LED-Strips verbaut. Die könnte ich hiermit direkt schalten. Und hier könnt ihr auch Szenen machen. Vorhang zu ist zum Beispiel hier mein SwitchBot Curtain. Da kann ich mit einem Tipp, habe ich mir hier unten halt eine Automation angelegt, die dann halt sagt Vorhang zu. Und das kann man hier einfach vorne aus dem Dashboard starten. Hier ist das SwitchBot Lock drin. Summer habe ich gerade erklärt. Wenn ich hier einmal drauf tippe, werdet ihr jetzt nicht sehen, aber hinten macht es gerade bzzzt und der Summer wird betätigt. Hier habt ihr den kleinen Outdoor-Sensor. Der zeigt mir also jetzt gerade die Temperatur und Luftfeuchtigkeit draußen an. Heute ist ein sehr, sehr regnerischer Tag. Dementsprechend, obwohl wir Anfang Juli haben, etwas kühl und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Hier unten seht ihr die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer. Und hier, das ist der Hub. Der wird halt eben so angezeigt. Und hier seht ihr auch die Infrarot-Dinge, die ich hier mit zugefügt habe. Und die Szenen kann man hier unten hinzufügen. Generell hier einmal in der Übersicht
könnt ihr viele verschiedene Dinge einstellen. Display-Settings, ihr könnt sagen, was da angezeigt werden soll, was ihr da sehen wollt und was nicht. Ihr könnt auch den Sensor selber kalibrieren für die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Cloud-Services, man muss dazu wissen, dass man die gesamten Produkte, so gut wie alle von Switchbot, auch einfach über Bluetooth nutzen kann, wenn man keine Lust hat auf Steuerungen von unterwegs oder irgendwas mit dem WLAN zu verbinden. Wenn ihr das Ganze dann doch wollt, braucht ihr einen Hub und dann verbindet ihr die Geräte mit dem Hub und habt darüber auch die Steuerung von unterwegs. Ja, Meta hier ist halt eben aktuell noch Beta und hier sieht man Secondary Devices und hier seht ihr Curtain und Lock habe ich jetzt hier integriert und hier steht Add Secondary Devices. Okay, hier sind jetzt keine da, die ich jetzt noch gerade hätte. Alles, was ich sonst so habe, ist jetzt hier schon in Meta integriert. Hier steht aber halt, wie gesagt, noch bei, dass das Beta ist und das Lock ist insofern bei mir auch noch Beta, weil hier einfach eine Beta-Software drauf ist. Ja, ansonsten könnt ihr hier Firmware-Updates und so weiter viele verschiedene Dinge integrieren. Jetzt will ich euch natürlich zeigen, für viele ist das einfach spannend, um die Switchbot-Produkte auch in HomeKit nutzen zu können. Ich habe das Ganze schon gemacht und dann gehen wir mal hier in die Home-App. Und hier, wenn ihr das dann integriert habt, dann wird das hier quasi so als Meta-Device so und so angezeigt. Das ist erstmal der Name, den könnt ihr dann halt erstmal selber natürlich noch umstellen. Hier oben seht ihr zum Beispiel jetzt hier, das ist mein Switchbot-Curtain. Damit kann ich jetzt hier den Vorhang öffnen oder schließen und im Flur hier unten ist einmal links mein normales Smart Lock, was ich nutze und hier rechts ist jetzt auch das Switchbot Lock und auch das kann ich jetzt hier rüber öffnen und schließen. Muss gerade mal schauen, das Switchbot Lock habe ich jetzt aktuell hier drin. 2 Stunden später. So, also das ist das Switchbot Lock. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Link hier oben, Infokarte und dass ihr das mal seht, wir sind hier gerade in HomeKit drin und jetzt seht ihr, das Switchbot Lock ist in HomeKit mit dem Switchbot Hub 2 über Meta integriert. Ja, so bieten sich natürlich unfassbar viele Möglichkeiten durch HomeKit, verschiedene Szenen, auch mit Geräten von ganz vielen anderen Herstellern, mit Geofencing, wenn ihr die Wohnung verlasst, wiederkommt und so weiter, da was umzusetzen. Das funktioniert dadurch halt eben auch in HomeKit und nach werden mit Sicherheit die ganzen anderen Produkte von Switchbot auch noch weitere Updates bekommen, dass die halt auch in Meta integriert werden können. Und was bei Switchbot generell cool ist, die bringen ständig neue Produkte auf den Markt. Wie gesagt, dieser Outdoor-Sensor hier ist recht neu. Und weitere Produkte kommen auch noch. Man kann das hier zum Beispiel sehen, wenn man, nee, das wollte ich gar nicht, ich wollte hier hingehen, auf das Plus geht, sieht man schon jetzt in der App, Gerät hinzufügen. Es gibt hier unten zum Beispiel Saugroboter, eine ganze Menge, einer davon hier, ein ganz besonders kleiner, haben wir auch schon mal auf dem Blog drüber beschrieben. Und hier sieht man auch unten intelligente Ventilatoren. Auch ganz besonders spannend, wenn es jetzt im Sommer noch deutlich heißer wird. Man sieht also, Switchbot bietet ein System, was über Bluetooth gesteuert werden kann oder über WLAN. Dann auch mit Meta über HomeKit mit diesem Switchbot Hub 2. Alles richtig, richtig spannend und dadurch, dass immer mehr dazu kommt, kann man da richtig ein großes Smart Home System mit aufbauen. Ja, das sind die neuen Funktionen des Switchbot Hub 2 und dann nochmal ganz kurz meine Meinung zum System von Switchbot mit dem neuen Switchbot Hub 2. Ja, ich bin wirklich, vielleicht habt ihr es gemerkt, ein Fan von den Switchbot-Produkten. Ihr seht es ja in der App, ich nutze da wirklich viel selber. Und der Switchbot Hub 2, der macht das System einfach noch moderner, noch zukunftsweisender. Der unterstützt all das, was der vorige Hub schon konnte. Den integrierten Infrarotsender, bringt die ganzen Geräte halt hier ins WLAN, dass ihr das mobil steuern könnt. Ihr habt ein Display vorne drauf, habt diese Shortcuts vorne. Das Ganze ist gleichzeitig ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit diesem Kabel hier drin. Meta kommt damit in das System, die Integration in HomeKit, finde ich super spannend, kommen noch viele Möglichkeiten mit dazu, das Ganze in ganz vielen anderen Automationen zu steuern. Produkte werden jetzt schon unterstützt, das Smart Lock hier noch in der Beta wird aber auch bald kommen. Generell sind die Produkte auch echt vergleichsweise günstig und in der Qualität echt in Ordnung. Also, gefällt mir sehr gut, der neue Switchbot Hub 2 bringt das System echt nochmal deutlich nach vorne. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch dazu austauschen wollt, dann gerne in die Kommentare mit eurer Meinung. Wenn ihr euch mit ein paar tausend Nutzern austauschen wollt, kommt in unsere Smart Home Facebook-Gruppe. Der Link ist hier unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, findet ihr das direkt hier. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.